Herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Heute habe ich einen richtigen Profi für euch in diesem Video dabei, denn der Hobelsberger Patrick, der Pax, IDM-Meister 2021, der erklärt uns heute mal, wie man so richtig quer in der Kurve reinbremst, oder? Ja, ich probiere es zumindest so gut wie möglich zum Erklären, soweit ich das kann. Also, können tust du es ja auf jeden Fall. Man sieht es ja in deinen Fotos, in deinen Videos oder bei den Livestream-IDM-Aufnahmen oder in der Supersport-WM, wo du dieses Jahr auch Gaststarts gemacht hast. Ich glaube, 3 oder so, oder? 3, ja. 3 Gaststarts. Ja. Und nächstes Jahr ist er wieder ganz... Ja, eigentlich, es ist geplant. Ja. Es scheitert gerade noch so ein bisschen am Budget, muss man leider Gottes so sagen, weil auch wenn man IDM gewonnen hat dieses Jahr, heißt es nicht, dass man automatisch in die WM kommt, aber wir sind auf einem guten Weg und schauen, dass wir das Paket zusammenstellen, ja. Okay, und bevor wir da noch mal weitersprechen, geht's mal kurz zu unserem Sponsor rüber, der dieses Video finanziert, und zwar geht's da um MRA Windshields. Hier kurz zum Einspieler von MRA. Dieses Video wird euch präsentiert von MRA Windshields, eurem Spezialisten für Motorradwindschilder aller Art. So, zurück hier bei uns. Patrick, jetzt erklären Sie mal, man sieht von dir so übelst heftige Queranbremser mit deiner R6. Du fährst ja auch, muss man dazu sagen, brutale Rundenzeiten. Ich glaube, du bist am Pannoniering 1,53 gefahren mit der 600er, oder? Ja. Also das ist, Leute, wer jemals schon mal am Pannoniering war, 1,53 am Pann mit einer 600er, das ist eine andere Welt. Und da sieht man teilweise in der Slow Motion, habe ich von dir gesehen, wo du auf die Kurve 4 zubremst hast. Das müssen wir auf jeden Fall einblenden. Da, wo du wirklich den kompletten Bremsweg schon fast im Endanschlag vom Lenker warst. Sag mal, ist das, weil du es machst, weil es geil ist, oder macht dir das schneller? Also ich mache es auf alle Fälle nicht, weil es geil ist. Weil mir geht es eigentlich immer darum, so schnell wie möglich im Kreis zu fahren. Ja. Ein richtiger Fan von dem Quer-O-Bremsen bin ich eigentlich nicht, weil das bringt immer recht viel Hektik in die ganze Geschichte rein. Aber unter den Strich und dann tatsächlich eine schnelle Rundenzeit zu fahren, musst du spät bremsen und schnell reinlaufen lassen, am Scheitel stoppen und schnell rausfahren. Und da hilft einfach das bisschen Quereibremsen auf alle Fälle, ja. Okay, das bisschen Quereibremsen, weil es so einfach ist, bisschen Quereibremsen. Und wie passiert das automatisch oder kannst du das schon bewusst machen oder bewusst verhindern? Beides. Also man kann es bewusst machen, bewusst verhindern. Meistens ist es so, ich habe recht harte Federn vorn drin, weil ich generell gern spät und gern hart bremse, weil es mir einfach hilft, schnell zu fahren. Ich habe so ein bisschen den Superbike-Fahrstil, auch mit der R6. Mhm. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wenn man einen Weltmeister anschaut, einen Egetta oder einen Oettl zum Beispiel, die machen das auch brutal. Mhm. Das ist, ja, durch das, dass man sehr spät, sehr hart bremst, verlagert sich das ganze Gewicht nach vorn. Schnell. Ja, ziemlich schnell. Mhm. Das Moped ist Aufblock oder kurz Vorblock und dann hast du hinten nicht mehr viel Gewicht drauf. Dann wird es meistens sehr leicht. Es gibt da ganz viele Fotos. Also das beste Beispiel ist der Toprak zum Beispiel, ja, der da mit einer Rallen Kurven reinfährt. Viel anders ist bei uns auch nicht, nur auf alle Fälle nicht ganz so heftig. Ja. Bei den 600er, glaube ich, geht das gar nicht so, ohne dass die da mal richtig auf die Nasen haut. Ja. Und durch das, dass du so leicht hinten wirst, zieht quasi die Motorbremse am hinteren Rad, ja, entgegengesetzt quasi zum vorderen Radl, ja, und bringt das Moped zum Ausbrecher. Ja. Hast die ganze Last vorne drauf, der Vorderreifen druckt sie platt, aha, der Hinterreifen wird entlastet. Ja. Und die Motorbremse, sagst du gerade, ist ja ein gutes Thema, weil ich empfehle den Zuschauern auch immer früh mit der Motorbremse zu fahren, weil das Motorrad schön stabilisiert. Nimmst du dann zusätzlich die Hinterradbremse nachher oder vernachlässigst du die? Nein, die tue ich tatsächlich vernachlässigen. Bist du deppert? Das gibt's nicht. Ich fahre so quer ohne Hinter, das gibt's doch nicht. Ja, ich habe einen sehr guten Mechaniker, der wo auch bei der IDM dieses Jahr meine Motorbremse gemacht hat, der, aha, Christoph. Also er ist absolut Genie mit der Mechatronik. Das, aha, ist wirklich... wirklich brutal. Der hat eigentlich bis auf Portimao fürs zweite Rennen hat er alles perfekt hingekriegt und sogar in Portimao war es 99%. Ja. Ja, der kann das so gut, dass ich eigentlich die Hinterbremse nicht brauche. Es gibt
Ein paar Ausnahmefälle, zum Beispiel in Valencia, die lange links, also die vorletzte Kurve, in die letzte Linksreihe, da wenn man über, so schräg bremst, da wo, wenn's überholen willst innen, brauchst du die Hinterradbremse, weil dein Motorbremse, die schiebt die gerade aus, weil der Reifenumfang wird kleiner. Ja. In dem Moment, wo du einlenkst und wenn du einen überholen musst, musst du nach innen reinziehen zum Überholen und dann schiebt der Motorbremse ein bisschen. Aha, okay. Das ist so dann ist es zu wenig, mehr oder weniger. Ja, genau. Also das Moped ist beschleunigt tendenziell vom Gefühl her. Weil das Hinterrad schneller dreht, als es eigentlich soll. Ne? Ja, das ist quasi so eine klassische Kurve. Wenn man da wen ausbremsen will, braucht man eigentlich die Hinterradbremse. Sonst geht man weit und dann in die Kontert wieder innen. Okay. Das ist ein Klassiker. Und nimmst du dann, wenn du dann die Hinterradbremse hernimmst, nimmst du die über eine Daumenbremse oder über die normale Fußbremse? Also ich hätte gerne eine Daumenbremse. Du hast keine Daumenbremse? Nein, das darf man bei uns leider nicht. Okay. Im Reglement, weil wir sind dieses Jahr auch ohne Blipper gefahren, also wir haben gekuppelt tatsächlich. In der Supersport-WM? In der Supersport-WM, aber in der IDM darfst du einen Blipper fahren? Bin im Blipper gefahren, ja. Das Bremsreglement ist aber trotzdem das gleiche, du darfst nur Hinterradbremse haben. Und ja, also ich mache das alles mit der Hinterradbremse, ich habe eine Feder im Bremszylinder drin. Eine alte Kupplungsfeder, die haben wir abgeschnitten und haben wir da mit zwei Beilagscheiben reingebaut. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Das ist so vielleicht ein bisschen die rabiate Methode, aber es geht echt richtig gut. Also man hat ziemlich viel Gefühl auch. Aber wie du schon gesagt hast, du nimmst es dann nur her, wenn du mal irgendwo überholen musst oder so und die Hinterradbremse zusätzlich brauchst. Aber wenn du jetzt quasi auf einer Qualifying Lap bist, ohne Verkehr, ohne Betteln, dann nimmst du keine Hinterradbremse her. Nein, also 99% der Fälle nicht. Wenn ich einen Fehler mache oder ein bisschen weit gehe oder so, dann oder ein Dreck raus muss und kann vorne nicht mehr so stark bremsen, dann nimm ich es auf alle Fälle her. So kurz vor dem Kies. Ja, aber dann geht es meistens auch ziemlich quer, weil du bist irgendwo im Dreck dann oder irgendwo im Staub oder... Ja. Okay, also Motorbremse, immer wieder sehr interessant. Da haben wir uns eh schon in anderen Videos, habe ich auch schon ganz viel gemacht mit Data Recording und so. Eine ganz interessante Geschichte, dass du das jetzt auch so bestätigst. So, und ja, jetzt bremst du stark und spät an und schaltest natürlich wahrscheinlich 1, 2, 3, je nachdem, Gänge runter und das Motorrad kommt durch die, wie du schon sagst, weil es vorne rein geht, hinten wird es leicht, dann kommt die Motorbremse, dann wird es quer. Was machst du jetzt weiter? Wie hältst du diesen Drift oder diesen Slide quasi konstant, ohne mehr oder weniger zu überdrehen oder dass du abgehst, ne? Ja, da brauchst du wirklich eine gute Motorbremse. Okay. Also Motorbremse ist bei der 600er, da holst du von Streck zu Streck fast eine ganze Sekunde. Wow. Okay. Also das ist wirklich brutal, wenn man mir, der Christoph, das beste Beispiel, was er immer sagt, das ist Most. In der IDM, da bin ich 36 tief gefahren und in Schleiz bin ich 27,4 oder so gefahren und das ist beides vom Level her ziemlich gleich schnell, aber wir haben die beiden Motorbremsen angeschaut von beiden Strecken und da fehlt es um 15% Drosselklappe. Okay. Also das ist wirklich brutal, das ist fast eine 100% Änderung, was die zwei Strecken anders haben. Okay. Und das liegt halt einfach stark an dem, dass Most bremst du so brutal hart auf die Kurve 1 quasi. Das ist ja eine Schikane eigentlich. Und das ist bei den meisten 600er 6 an 1, bei mir 6 an 2. Beim ersten kommst du da definitiv nicht rundum, wenn du ein bisschen spät drauf bist. Und ja, du brauchst auf alle Fälle den Support vom Hinterrad. Also ich schau immer, dass mein Motorbremse so abgestimmt ist, dass ich am Anfang vom Gas so hart wie möglich bremsen kann. Ja. Also der erste Moment, der muss hart sein. Und dann ist für mich wichtig, dass ich nachdrucken kann. Mhm. Weil es gibt viele Fahrer, die hauen rein bremsen und die halten dann so und dann kommt quasi der Schreckmoment und der geht immer so. Und dann wird nur noch gerade ausgeschaut, weil jetzt kommt Kurvenschneier. Und für mich ist wichtig, dass ich nachdrucken kann. Deswegen nutze ich recht harte Federn vorne, dass ich noch ein bisschen Federweg habe. Dann drucke ich nach und oben muss die Motorbremse recht frei sein. Das heißt, das Moped muss schön in Kurvenreihe laufen und nicht gleich Anschlag quer stehen. Und in dem Moment, wo du einlenkst, muss der Support von hinten kommen, weil du machst deine Bremse auf. Und dann hast du quasi das Gefühl vom Hinterradl, es hält dich fest. Es ist etwas hinter dir, das wo dir Support gibt, das entlastet quasi das Vorderradl. Ja. Durch das kannst du so hart, so spät und so weit in Kurven reinbremsen, ohne dass das Vorderradl den da macht. Panorienkurve 5 ausgenommen, weil da über den Teerstickerl drüber, da kannst du machen, was du willst. Aber Kurve 4, also das Video, wo du erwähnt hast, da war mein Motorbremse eigentlich perfekt. Ja. So hat das gehört, Und einmal abgesehen von der Motorbremse, dass die Zuschauer jetzt so ein bisschen
Ja, vielleicht nicht, der würde jetzt mal sagen, lieber nicht zu Hause nachmachen, aber, also daheim sowieso nicht, aber vielleicht auf der Rennstrecke. Wenn jemand in die Situation kommen sollte, dass er mal spät bremst und runterschaltet und den Motorbremse zieht und das Motorrad quer kommt, was würdest du dann als fahrerischen Tipp mitgeben, damit er vielleicht mehr Chancen hat, dass er sich nicht abräumt? Also unabhängig jetzt vom Motorbremse und Technik und Fahrwerk, sondern einfach vom Fahrerischen her. Was macht man da balancetechnisch? Wie verhält man sich am Motorrad? Wie sitzt man dann drauf? Macht man irgendwas anderes? Fuß strecken, Fuß raus, die anderen nicht? Hast du da irgendwie so einen Tipp von deiner Seite? Auf alle Fälle immer locker und entspannt bleiben. Okay. Das ist auf alle Fälle immer das Wichtigste. Der Klassiker. Dem Moment, wo du verkrampfst, schaust du einfach nur noch gerade raus und bist dann dein eigener, sag ich mal, in dein eigener Fenster gefangen, ja, warst, ja. Da gibt's eigentlich nur noch geradeaus. Also immer recht locker und entspannt bleiben und desto weiter, dass du den Kurvenreif hast, desto weiter musst du Bremse aufmachen und nicht, ja, dass du einfach auf der Bremse bleibst und dann passiert so der klassische Sturz, du überbremst das und bei 15 Grad Schräglage schmeißt sie schon und dann denkst du, ja, was war jetzt an, ich fahre im Regen, mehr Schräglage oder so, warum hat's mich jetzt geschmissen? Ja. Also musst du immer, desto weiter du in Kurve reingehst, einfach immer Bremse ein bisschen loslassen. Was auch ein guter Tipp ist, wenn am Anfang die Motorbremse sauber stark ist und sie kommt gleich, kannst du schauen, dass die so weit wie möglich hinten sitzt. Mhm. Im Idealfall hast du ein Heckpolster, einen Heckanschlag, mhm, so wie man das bei deiner R1 da sieht. Mhm. Ist zwar recht klein, aber trotzdem. Ich bin ein Heckgeist. Ja. Nein, das ist sehr gut und da, mhm, sitzt die quasi ins Heckpolster rein, dass du genau weißt, von hinten, du bist schon am Anschlag, ja, und das funktioniert eigentlich immer, wenn du hinten sitzt. Okay. Da lässt du der Bremse ein bisschen nach, kriegst du wieder mehr Last hinten, mhm, hast mehr Bodenkontakt, mhm, dann stabilisiert sich das meistens immer recht gut. Und es, mhm, ist eigentlich nur Übungssache. Moped fahren ist kein Hexenwerk, nicht? Ja. Du musst eigentlich nur wissen, was du wann da musst. Und da brauchst du einfach zwei, dreimal die richtigen Leute, die richtigen Instruktoren, die das kennen. Man, da kann man die buchen oder sonst auch, wenn die haben das alle drauf, nicht? Du bist selber 56 am Pannonierring gefahren. Das, ja, kommt nicht einfach, Asphalt. Kommt nicht einfach mal da oben runter, ist ja egal, danke, aber danke, trotzdem. Danke für die Blumen und das von einem IDM-Meister. Aber du bist 3er Fuß mit der 600er gefahren. Wir haben übrigens vorher die letzten 5 Minuten, bevor wir das Video angefangen haben, noch gesprochen, dass wir vielleicht zusammen ein Onboard-Video machen in Jerez im Winter. Da überschneidet sich ein Termin von uns. Wäre natürlich auch ganz interessant, wie du mich mit der 600er herbrennst. Ich glaube, da können wir alle was lernen davon. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn wir das machen sollen. So mal als Blick in die Glaskugel. Ja, cool. Was ich noch von dir gerne wissen würde, bei dem Anbremsen, bei dem Queranbremsen, nimmst du da einen Fuß runter? Im Regelfall nicht. Ah, okay. Also das am Pannonierring, Kurve 4, ja. Aha. Da habe ich es auch komischerweise jede Runde gemacht. Also es gibt ganz wenig Rennstrecken, wo ich das tatsächlich hernehme. Also eine Bullring-Kurve 1 als Außerklassiker zum Beispiel, da geht es einfach nur darum, da hast du so viel Wind, ja, bei der IDM haben wir das ganze Wochenende Gegenwind gehabt, ja, und da bringt es was, durch das, dass du was hast, das wo mehr an Wind verzögert. Am Pannonierring eine Kurve 4 auch, weil das beim Reifahren ist eine Bodenwelle. Mhm. Und wenn ich nicht ganz auf dem Sitz sitze, sondern mir ganz, ganz bisschen vom Sitz wegdrücke, spüre ich die Bodenwelle hinten nicht so stark. Mhm. Okay. Und ja, das mit dem Fuß raus und mit dem Bremsen, der Steinmeier Philipp, der Storndler, sagt das oft, ah, er kann das nicht. Und ja, mir fällt das ab und zu gar nicht auf, dass ich es überhaupt mache, weil das so ein Automatismus übergeht. Und ja, man soll es machen, wenn man es braucht. Ja. Und wenn man sich denkt, man braucht es nicht oder es bringt auch nichts oder es fühlt sich künstlich an, wenn man Fuß raus tut beim Bremsen, dann soll man es nicht da, weil dann braucht man es definitiv nicht. Ja, ja. Ja, also ich nehme das ab und zu schon. Ja, ja. Okay. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal gemacht habe, das hat den Grund gehabt, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich zu spät bremst habe und dann haben die großen Augen kommen und dann ist der Fuß gekommen so. Ja, genau so war es bei mir beim ersten Mal. Ja, ja, okay, also war ja genau das Gleiche. Aha, aha. Imola Kurve 1. Ja. Okay. Aha, das ist die Schikane, die heftige. Ja, 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 das ist ganz interessant. Wie du schon sagst, es gibt tatsächlich, ich mache das auch bei manchen Kurven ja, bei manchen nein. Und ich muss sagen, ich mache das so ein bisschen aus Geilheit. Also schon so, weil ich das geil finde, wenn es dann hinten so ein bisschen, also so das, so heftige Slides, wie du das machst, das habe ich ein paar Mal schon versucht. Ich muss auch noch, weißt du, da steht der Fotograf, der steht dort und ich denke mir, haha, ja, du meinst, das Ding war quergekommen. Ich habe an dem Hebel gezogen, keine Chance, es ist nicht quergekommen. Du hast ein bisschen vielleicht, ne, gibt es ein paar Bilder. Aber vielleicht habe ich gar keinen Grund gehabt, stärker zum Bremsen, sonst war ich vielleicht am Scheitelpunkt umgefallen. Das hätte auch keiner langsam gewesen wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, ja, sehr interessant, dass du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Was mich interessieren würde, mit wie viel Bar Bremsdruck bremst du da, wenn so Maximum, wie viel Bar sind das so bei dir? Also wir rechnen quasi nicht immer mit Bar Bremsdruck, weil
wenn du neue Bremsblech drin hast, bremst du natürlich nicht ganz so stark am Hebel, wie wenn du jetzt gebrauchte drin hast, weil sonst hast du einfach überschlagen. Ja. Aber so ein grober Richtwert, der stimmt natürlich nicht immer, es ist immer kurvenabhängig. Ja. Grazbremsen, zum Beispiel Most, Red Bull Ring, ist ganz was anderes wie Pannoni Ring Kurve 1. Ja. Pannoni Ring Kurve 1, wenn ich mit 17 bar bremse, dann macht es Peng. Ja. Und ein Red Bull Ring, wenn ich mit, ich glaube, es waren 17,8 bar oder so. Ich glaube, das war Kurve 2 oder Kurve 1, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wahnsinn. Aber 17 bar. Ja, fast jede Runde, ja. Unglaublich, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, dass ich mal maximal da auf dem Data Recording 14,2 bar stehen gehabt habe. Mit der 1000er. Und naja, also wow, das ist schon krass. Aber du hast ja dann auch, muss man ein bisschen so vom Thema abschweifen jetzt, du hast dann ein bisschen Probleme gehabt mit den Armen, ne? Du hast Armpump-Probleme gehabt, das kommt ja auch von Hartbremsen und Tralala und Feiten auf dem Bike. Da kann der Christoph einmal mit der zweiten Kamera mal runter zu deinen Armen gehen. Du hast ja das dann operieren lassen quasi, oder? Also, dass ja. Was ist da gemacht worden, dass das wieder frei wird? Also die zwei sind vom Dr. Streifinger in Deutschland operiert worden, das ist auch der Stefan Bradl operiert worden. Okay. Und die zwei sind vom Dr. Mir, also vom Marquez Quartararo, Doktor gemacht worden in Spanien. Ja. Bei denen ist die Faszie angeschnitten worden, dass sie der Muskel leichter dehnen kann. Und da ist er komplett entfernt worden. Das sieht man auch da, dass quasi der Muskel da komplett rauskommen kann. Hier ist das Gleiche. Sieht man ja wieder von mir rauskommen. Ja. Wow. Ist die Faszie entfernt worden, dass sie quasi den Muskel ausdehnen kann. Und im Moment, wo Blut in den Muskel läuft, wird der Muskel dicker. Ja. Und die Faszie ist wie ein Gartenschlauch. Das dehnt sich so gut wie gar nicht. Dann bleibt einfach das Blut stehen. Also das ist wie ein Blutstau, wie wenn du da einen Kaffeebinder rumtust. Ja. Wenn einer sagt, der Armpump, das passiert im Kopf, dann tue ich ihm da einen Kaffeebinder rum und sage, ja, und jetzt? In 3 Minuten kannst du nichts mehr da. Und das ist... Ja, ein paar Leute haben das dann genetisch so veranlagt, dass sie eine Faszie brutal vernarben kann, beziehungsweise zurückbilden kann, was man bei meiner OP gesehen hat. Es ist tatsächlich so, wir haben MRT-Aufnahmen. Da haben manche Leute betroffen, die da eigentlich gar nichts dafür können. Oder was das ist. Anpump, das ist so ziemlich das Schlimmste bei uns im Sport, was da passieren kann. Ja, man hat das beste Beispiel für manche, die jetzt halt nicht jetzt diese IDM und so schauen, aber man hat das Beispiel ja beim Quartararo in Jerez gesehen. Ne? Ja, da wurde er auf einmal erst vorn weg mit Abstand von 5-6 Sekunden und dann ist er durchgereicht worden bis zum Platz 16 oder so und keiner hat gewusst, was los ist. Und das war Anpump, ne? Ja, es war Anpump. Kannst du nichts mehr machen. Ja. Du hast kein Gefühl mehr, du kannst nicht gescheit Gas geben, du kannst nicht gescheit bremsen. Ja. Und vor allem ist es auch gefährlich. Für dich selber sowieso, weil wenn du kein Gefühl mehr hast, das brauche ich gar nicht lernen. Beim Mopedfahren, da liegst du gleich da und vor allem auch für andere. Es ist nicht so easy. Ja. Aber diese Operation hat geholfen, dass das Thema erledigt ist, oder? Ja, also sie hat zu 95% geholfen. Mhm. Ich habe dann ganz viel Physiotherapie vom Samuel Christoph gehabt, der ist mein Physiotherapeut, den habe ich in der IDM dabei gehabt. Ah, den weiß ich, Christoph. Und der hat das ziemlich gut hingekriegt, unter anderem auch vom Norbert von der Physioklinik in Mainkofen. Mhm. Der hat da auch noch einiges gemacht, weil bei mir ist quasi auch der Nerv ein bisschen verkürzt. Okay. Weil ich habe früher das Dehnen ein bisschen vernachlässigt. Mache ich jetzt auf alle Fälle nie wieder. Mhm. Und da haben wir das sehr gut in den Griff gekriegt. Ja. Okay, krass. Ja, ich kenne das auch. Bei mir rentiert sich das leider nicht, dass ich da investiere. Ich habe das hin und wieder, wenn ich so versuche auf Biegen und Brechen, jetzt haben wir in Rijeka und dann wollte ich unbedingt unter 30 fahren und dann habe ich gesagt, so, jetzt passt, jetzt haben wir frei, streck zwei neue Reifen rein und dann gebe ihm und dann bin ich 3 Runden 29 gefahren und ich hätte keine vierte mehr gemacht, weil ich habe dann beim Bremsen nur noch einen Finger vier gebracht. Also das hat so zugemacht, dass ich quasi nicht mehr mit 2 Fingern bremsen habe können. Ich habe nur noch einen Zeigefinger nach vorne gebracht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du aufhören, weil sonst kommt der Scheiß aus. Ja. Ne? Vor allem ist ein Rega schnell gefährlich. Ja, Ende gegen gerade, Ende Station. Ja. Also ich weiß durchaus, wie sich das anfühlt. Also ich habe es da richtig im Kreislauf sogar gekriegt. Also mir ist da richtig schwindelig geworden dabei. Ja, also das Blut zirkuliert nicht mehr so schnell. Genau. Also nicht nur am Arm, sondern auch das da rauf an der Schulter. Ja, genau. Ja. Das spürst ihr überall dann. Ja. Nicht zu unterschätzen. Also jeder, wie du schon sagst, jeder, der sagt, das kommt vom Kopf. Es spielt bestimmt auch eine Rolle, wie stark, dass man sich verkrampft. Also das wird wahrscheinlich schon mit Einfluss nehmen. Allerdings ist die Frage, wenn die Faszien zu klein sind, dann wird wahrscheinlich der Kopf machen können, was ruhig irgendwann wird es zu machen. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wer so ein bisschen verfolgen möchte, was unser PAX die nächste Zeit, die nächsten Jahre, nächstes Jahr eventuell in der Supersport-WM macht, der soll ihm auf jeden Fall in Instagram folgen. Und du hast auch einen YouTube-Kanal mit sehr interessanten Onboard-Videos. Die schauen nämlich ich immer an, um was zu lernen. Da sind heftige Rundenzeiten drauf und saubere Runden. Ich kann mich erinnern, bist in Almeria mit der 600er 1,38 gefahren, oder? Ja. Samt am Fast-High-Sider.
Ja, der hat mir ein paar Zehntel gekostet. Ja. Der hat mir ein paar Zehntel gekostet. Ja, ich mache da kein großes Geheimnis nicht draus. Ja, ist egal, ne? Also, das ja. kann man ruhig veröffentlichen. Ja. Also, wenn jemand das hilft und ich habe das schon oft gehört, auch im Fahrerlager, ah, du bist der und der, ich habe das YouTube-Video gesehen von Brünn. Also, Brünn ist immer ein gutes Beispiel mit der 205. Ja, mit der 600er. 2018. Ne? Ja. Muss zwar noch deutlich was gehen, aber. Ach, das ist schon abartig, 05 mit der 600er ja. in Brünn. Nein, ein paar Leute hilft und wenn sie einen hilft, dann finde ich ja. das cool. Nein, ich finde das ganz interessant. Ich habe mir wirklich immer früher geschaut, auch Rijeka bis 1,28 gefahren, glaube ich, mit der 6er und habe mir ja. das angeschaut, wo, wie es. Das Witzige ist immer, ich stelle fest, du machst nicht wirklich was, nicht viel anders wie ich. Es ist halt einfach schneller. Das ist halt das Gemeine dran. Ich wäre immer froh, wenn ich was sehe und sage, okay, das ist komplett anders, das macht es jetzt einfach so. Aber in der Regel sind es halt dann wahrscheinlich da 5 km/h und da 6 km/h und da 8 km/h und das macht halt dann irgendwo schneller mal 1-2 Sekunden aus. Ja. Auf der Geraden minus 25. Ja, aber dafür müsst du besser raus. Kommen und bremst dann auch noch später. Ja. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schaut auf jeden Fall mal beim Patrick vorbei in Instagram und in YouTube, damit er vielleicht auch in Zukunft mehr Sponsoren zusammenkriegt, um vielleicht noch einfacher in der Supersport-WM als deutscher Nachwuchs, und wir brauchen deutsche Fahrer in der Supersport-WM, vor allem Bayer. Richtig. Das hilft uns allen weiter und freuen sich natürlich auch die Sponsoren von PAX. Also, gebt uns gerne einen Daumen hoch für dieses Video, schreibt unten gerne auch rein, was ihr von dem Ganzen haltet und was man in Zukunft vielleicht noch so ein bisschen machen sollen. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und beim PAX vorbeischaut. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.